herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und zwar zu einer weiteren Folge Mut zur Farbe. Und ja, wo die liebe Susan und die Kirsten schon länger das machen, und ich grüße euch alle beiden ganz lieb. Und ja, da wir heute Weihnachten haben, also den ersten Weihnachtsfeiertag, und wir dann Besuch bekommen, habe ich mir gedacht, ich mache den, weil das Thema ist Festtagslook, und dann nehme ich euch doch mit dabei zu meinem Festtagslook, wie ich mich zu Weihnachten schminke. So, das ist jetzt mein Outfit, wo ich anhabe, ich weiß nicht, seht ihr das so? So, Dings da, so ein Oberteil, bisschen zu Weihnachten passend, und ja, Make-up habe ich drauf, heute habe ich alles schon drauf, Primer, also nicht alles, aber ja, und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß dabei, und ich werde quatschen, ich werde euch mitnehmen, weil wir haben jetzt früh bei und wir bekommen Besuch, und jetzt mache ich meinen Festtagslook. Und in dem Sinne wünsche ich euch alle ein frohes Weihnachtsfest. Ihr seht es zwar erst morgen, morgen ist Montag, aber es ist immer noch Weihnachten. Also kann man schon frohe Weihnachten wünschen, ne? So, meine Lieben, dann ja, werde ich mal gucken. Ja. So. Ich werde mal zu. Ah, das brauche ich nachher. Alles klar. Guck. Hallo. Da ist er. So. Haben wir alles beieinander. Ja. Soweit schon alles vorbereitet, ja. Vorbereitet ist gut. So, naja, bis ich mal anfange zum Schminken, ist wieder eine Stunde vorbei. Aber egal. Ich mache da zum Beispiel wieder mal von Sien. Mache ich aufs gesamte Lid. So. Ich muss ihn noch ausnutzen, solange ich mich noch schminken kann. Weil nach der OP kann ich mich dann eine Woche nicht schminken. Oder über eine Woche sogar mehr. Das muss ich jetzt ausnutzen und mich schminken. Ich hoffe, ihr seht's. So. Schauen, weil ich normalerweise, ich sehe nicht viel. Nämlich fast gar nichts. So, okay. Alles klar. So. Ja. Schlimm, ich heute. Und ist das Christkindchen zu euch fleißig gekommen gestern?
Na, gestern waren mein Mann und ich alleine und ja. Haben wir schön Essen gemacht und ja. Haben es uns gut gehen lassen. Das ist übrigens der Gel Eyeliner von Essence, wo ich jetzt da drauf habe. So. Der hält nämlich den ganzen Tag und ja, da verrutscht dann nichts und ja. So. Weiter. Leute, Leute, jetzt. Gut. Fangen wir mal an. Das ist jetzt mein Weihnachtsfestags-Look, wie ich das schminke. Ja, was überhaupt? Ja, natürlich wieder nicht, ne? Also Concealer habe ich noch keinen drauf, weil ich nicht weiß, wie das sich verhält. Make-up habe ich schon drauf, aber Concealer, das mache ich dann danach. So, Deli. Jetzt kommt das andere. Rot aus der Palette. Ich habe niemals gedacht, dass ich mir mal Rot auf den Augen drauf gebe. Aber dezent und so kann man das immer machen und das ist gar nicht schlimm.
sauber gemacht schon. So. Dann brauche ich ja so ein dunkelgrün. Auf die Uhr gucken. Ja, ne? Könnt ihr schon sehen. Ne? Mhm. Nee, ich muss das linke Auge offen lassen beim Schminken, sonst sehe ich nichts, weil mit dem rechten Auge, das ist mein schlechtes, da sehe ich nichts. Ich kann nicht das linke Auge schließen, ich muss mit dem linken Auge schauen. Darum kann es auch sein, dass es manchmal ein bisschen blöd wird, aber ja, ich hoffe nicht. Ja. Das noch schön. So, und dann tue ich das auf dem Lid immer noch ein bisschen intensivieren, das Rote. Na? Goldene immer noch ein bisschen intensiviert. So sieht es jetzt erstmal aus. Ein bisschen verblenden, aber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so. Eigentlich schon ganz gut so. So. Jetzt mal. So, dann würde ich nochmal sagen, ich brauche nochmal. So. Ich muss nochmal in die rote Farbe reingehen. Bisschen intensiviert wird, seht ihr? Ja. Das mache ich nur so drauf tupfen. So. Ja. So passt es schon.
sieht jetzt gleich viel besser aus. Ja. Ja. Das brauche ich, ja. Und dann irgendein Kranz. So, ja. Ja. So. Auch immer was zu trinken, wisst ihr ja schon von mir. So. Ja, das Amu lasse ich jetzt mal so. So, jetzt kommen die Wimpern dran. Ja. Nichts Schlimmes, nichts Spektakuläres, sondern da bin ich immer ruhig, ja. Ach, Konzile muss ich noch auftragen, ja. Das mache ich jetzt bloß aber die oberen Wimpern. Jetzt. Fast vergessen jetzt den Concealer, aber naja. Mann, Mann, Mann. Also ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, seht ihr was, dass ich da was geduscht habe? Ich sehe da nichts. Ich weiß nicht. Ich dusche und dusche und die Wimpern.
schlimm. Für die Wimperntuschen brauche ich am längsten vom ganzen Augen-Make-up. Echt. Ja, das schneide ich raus, das Wimpernduschen, weil das... Haha, ja, toll. Dankeschön. Hast du toll gemacht. Ja. Höpschi! Sorry. Entschuldigung. Eieiei, was ist denn jetzt los? Mann, Leute, nein. Ja, furchtbar. Manometer. So, so empfange ich heute meinen Besuch und da habe ich gar kein Problem damit, weil die kennen mich, die bekommen. Das ist eh mein Sohn. Und die, der weiß das schon, dass die Alte ein bisschen spät mit Schminken. Im positiven Sinne meint er das. Sag ich jetzt. Er sagt nicht Alte, um Gottes Willen. Würde er sich nie trauen. Das sagt er nicht, aber das sag ich jetzt bloß. Ne? Noch machen und dann, naja, wir haben noch früh heute, dann passt das schon. Ist aber wirklich nicht viel drin. Eieiei. Muss aber doch drin sein, oder? Kann doch nicht schon leer sein. Hoffe nicht.
Haare retten. So. Abpudern das Gesicht. Dann nehme ich das Essence Oil Gold Matt. Schmuck muss ich auch noch umtun. Ohrringe. Hm. So. Gesettet. Okay, dann Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch. Ja. Dann nehme ich von da so ein Blush aus der Vierer Dings da. Ich glaube, ich habe mich schon wieder overblushed. Denke ich mal. Oh mein Gott. Nach Weihnachten darf es ein bisschen mehr sein. Egal. So. Oh Mann, Mann, Mann. Verzeihung. Wird doch nicht krank werden. Mensch, das ist ja schlimm. So. In Highlighter nehme ich auch so Nomadic Elegance LE von Trend It Up. Deswegen so golden schimmert und ja. Dann würde ich dann sagen. So. Mm.
Lippenstift. Nein. Kommt natürlich ein roter drauf. Ein klassisch roter Lippenstift zu Weihnachten. So, meine Lieben, das war's jetzt. Das ist jetzt mein Weihnachtslook, mein, ja, im Look. Jetzt mache ich dann noch meine Haare, lege meinen Schmuck um und dann bin ich fertig für meinen Besuch. Und euch wünsche ich allen noch ein schönes Restweihnachten. Feiert noch schön, esst was Schönes und ja, und die Kanäle von den beiden Mädels verlinke ich natürlich wie immer in die Infobox. Ne? Also meine Lieben, tschüssi.